Herzlich willkommen zur Weiterfrage auf der Karte in Thüringen. Wir machen weiter mit unserer Arbeit und fahren unsere Maschinen auf den Hof und reparieren die mal gleich. Dazu fahren wir gleich mal los. Und ich glaube, das Wachstum ging durch. Wir werden gleich mal höchstwahrscheinlich unser für 12 die erste Ehren. Unser Raps ist auch gewachsen, aber nur teilweise. Das ist ja so ein Scheiß. Entschuldige für den Ausdruck, aber es ist immer so, ne? Das heißt, Düngen ist in dem Augenblick blöd. Aber wie es aussieht, nur zwei Wachstumsstufen, das geht. Dann werden wir uns gleich ranmachen auf Feld 60, ebenfalls die Aussaat fertigen oder tätigen. Einer schon repariert und vollgetankt mit Saatgut. Und den nächsten werden wir gleich machen. Wenn wir näher, was nehmen wir da? Hafer? Da gibt es ja nicht so viel Auswahl. Naja, wenn ein Saatgut da ist, dann brauchen wir kein Problem. Ne? Stellen wir die mal rechts ab. Hier bereiten wir die Aussaat vor. Das ist immer wichtiger. Die Ernte ist gerade reif geworden. Das hat ja ein bisschen Zeit. Und zwar drei Wachstumsstufen. Wir können uns ja nicht um alles kümmern. Das geht ja nochmal nicht. Zur gleichen Zeit meine ich jetzt. Nee? Ja, den können wir auch nehmen. Das. Den fahren wir mal hin. Und dann wollen wir mal probieren mit Crossplay, dass es optimal klappt. Das heißt, dass die Verband arbeiten müssen. Nicht so wie auf Feld 38, wo jeder für sich fährt. Zwar denselben Kurs. In dem Fall ist es anders, dass derselbe Kurs für beide gilt. So wie beim Dreschen, einer links, einer rechts. Und das probieren wir mal bei der Aussaat auch aus. Das ist deswegen wichtig, weil wenn die Felder größer werden, dann wahrscheinlich drei nehmen müssen. Denn mit zwei kommen dann in derselben Zeit ganz schlecht hin. So werden wir auch mit drei Drescher dreschen müssen dann. Wenn es weit ist. Die großen Felder, wo wir gerade links im Feld befahren. Und hier sehen wir ja, dass das Prinzip teilweise. Aber das ist nicht ganz so tragisch, das können wir kompensieren. Stufe 2 können wir noch düngen. Und Unkraut kommt ja so extra irgendwann. Die aller Gewalt. Unser Spezialtraktor. Mit Speziallackierung. Die Lenkung sehr empfindlich. Kettenradantrieb, Gummi. Bodenschonung. Wird groß geschrieben. So, da sind wir da. Stehen bleiben. Parken. Lieber den nächsten. Hauptsache, wir brauchen keinen Kalk. Da ist er. Unkraut. Noch ein Drescher. LKW sollten wir auch wegräumen. Oder die werden wir jetzt mal voll tanken und reparieren. Ja, das ist gut. Warum wir rum sollen, ne? Ja. Und irgendwie
mal anschauen, wie wir es hinkriegen. Ups. Aber beim Fuß. Gaspedal. Also schnell voll tanken. Das war gut, oder? Machen wir uns Klammer auf. So. Kann ich sehen. Sag, geht rein. 1800. Ja. Normalerweise muss der Deckel da aufgehen. Oder extra. Geht nicht. Ist ja auch nicht so tragisch. Wir müssen reparieren, sonst haben wir Probleme. Ja, wenn ein bisschen zurückgehen. Gewicht nicht. Wird nicht drin sein im Kreis. Genau. Kostet immer noch 2 Euro, aber egal, muss gemacht werden. Und den müssen wir hochheben. So, jetzt haben wir den entsprechend. Tanken wir mal nicht. Boah, der Tank auch gleich, egal. Kostet ja nicht die Welt. Jetzt wollen wir da auf dem Acker Probleme haben und extra hinfahren müssen mit unserem Servicewagen. Vollgas zum nächsten Arbeit. 60 Hafe. Der Lauffaktor, aber ist halt so, ne? Ups. Hat das Geschirr ein bisschen gewackelt. So, jetzt fahren wir den Traktor, den LKW noch runter. Sonst haben wir ein Problem. Mal sehen, wie lange wir klicken müssen. Machen wir anders. So, Hauptsache wir haben keinen.
Und dann wenn man kalt hinterher machen, wenn kalt drauf müsste. So, jetzt fahren wir den mal runter. Dann wollen wir mal eine Folge nur Ware verkaufen. So, dann müssen wir gleich den Ruder starten. Lass mal laufen. So, hier mal auch noch Hafer reinmachen, ne? So, ich hab der. Einer macht dann Dings, andere macht das. Das ist schlecht. Ja, das ist eher. Ja, das muss man neu rechnen. Weil das. Die Siebmaschine haben wir vorher nicht gehabt. Die ist fertig, glaube ich, oder? Das weiß ich nicht genau. Düngen. Aussaat. Feld 60. Doch. Haben wir. Zwar und Bahnversatz. Links. Ja. Das brauchen wir nicht rechnen. Das ist ein bisschen anders. Seitlich, längs, seitlich. Denn wir müssen nämlich genau wie beim Dreschen einer links, einer rechts fahren. Das zeigt ja so nicht an. Ob das so richtig ist? Das ist alles Quatsch. Das ist schlecht. Beziehungsweise. Ich glaube, man so richtig wäre. Ich muss mal vorne anfangen. Grunde hier ist auch nicht so wichtig, könnte man auch noch alleine fahren lassen zur Not, aber ich würde es ja mal probieren. Fahreinschalt, Kursgenerierung. Vielleicht müssen wir das hier mal ändern. Und zwar. Vielleicht eine. Er muss ja was berechnen, also ein bisschen Anführungszeichen umständlicher. Noch gerade nichts machen. Der wohl erst vorher löschen müssen, alten Kurs. Wäre besser gewesen. Kann sein, dass Kursbild das nicht hinkriegt. Möglich ist es. Oder ist es zu kompliziert. Anführungszeichen. Ach, Charakter war am Kurs, das ist richtig, ja, klar. Hat er sich wahrscheinlich verabschiedet? Mit dem Absturz? Nee, doch nicht. Aber so konnte es nicht funktionieren, weil. Weil es nicht funktionieren kann.
sollte man neu berechnen und das Feld drin haben. Und das war nicht der Fall. So, nochmal. Erstmal für 60 auf demselben Kurs 2 Vorrennbahn. Bei zwei Fahrzeugen sind eh zwei Gebinde. So. Nächste. Mal schauen, was er jetzt hier sagt. Rechts. Einer rechts. Dann muss der andere auf links sein. Was da rechts ist. Hör ich links besser. Denn besser wäre von außen zuerst fahren, würde ich meinen. Würde ich meinen. Gut. Dann springen wir raus und gucken mal am nächsten rein. Ja gut, macht er ohne zu sehen, das ist auch nicht schlecht. So, Kurs kopieren. Müssen wir ganz kurz den reinspringen. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Warum lässt er mich hier aus? Er muss doch vorne anfangen. Ups. Dann machen wir noch nicht fertig. Bulli Fallerschaft, das soll es vorher gewesen sein. Wir machen gleich weiter. Ich habe mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Sag mal danke. Das war der Schütze und Winkel. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.